Die große Masse, das Material, ist nur dazu auf der Welt, um mit einer gewaltigen Anstrengung in einem bis heute geheimnisvollen Prozess endlich einen einigermaßen selbstständigen Menschen hervorzubringen. Los, los! In einem einfachen Bauernwagen, bei strömendem Regen! Es geht darum, dass alle Menschen eingeteilt werden in gewöhnliche und außergewöhnliche. Wir sind voller Blut. Die Gewöhnlichen haben zu gehorchen. Um ihretwillen muss ich mit meinem Bruder brechen und um meines Bruders willen muss ich mit ihnen brechen. Wo bleibt dieser verkommene Mensch? Man wird ganz von selbst bleich, wenn man nichts zu essen hat. Aber die Außergewöhnlichen haben das Recht, alle Verbrechen zu begehen und das Gesetz auf jede Weise zu überschreiten. Ist es so oder täusche ich mich da? Vorläufig ist das alles nur eine Fantasie von mir!